Ja, guten Tag, liebe Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen hier bei 100 Friends. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, nicht vergessen, ein Abo dazulassen. Ich sag's mal vorneweg, nicht immer hinten raus, weil ja immer noch sehr, sehr viele Leute uns gucken ohne Abo und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mal eins da lassen würdet und ja, ich freue mich natürlich, dass auch wieder Sven dabei ist. Ich habe schon ein Abo Hallo da Sven. gelassen. Du hast schon ein Abo dagelassen. Ich habe auch ein Abo bei dir dagelassen, weil das ist ja Yay! dein eigenen Kanal, Brett Ballett. Könnt ihr natürlich auch mal reingucken. Ja, wir gehen immer wieder davon aus, alle Leute wissen, was du da machst, aber du redest auch über. Du bist ein Ballettkanal, oder? Ist ein Ballettkanal, richtig. Also Geht meistens nur bin ich über da so Tütüs und so, ja. ja, absolut. Ich habe immer noch mein Special, wo ich manchmal auch ein bisschen häkel. Nein, ist natürlich auch reiner Brettspielkanal und genau, schau da auf jeden Fall auch mal vorbei. Heute schauen wir uns aber gemeinsam was Schönes an, nämlich das hier. Maglev Metro. Und ich muss ja wirklich sagen, Props an dich, weil du bist der gewesen, der gesagt hat, ich habe es jetzt bekommen und du musst es unbedingt auch Ich hab kriegen dich genervt. Mach, mach, und mach. du musst unbedingt jetzt auch spielen, wir müssen das rezensieren und hier sind wir. Ja, eben. Es ist ja, ich sag's ja immer wieder, was ich bei mir auf dem Kanal viel versuche. Ich sag's immer, der Jäger der nicht verlorenen Brettspiele, aber der kleinen Perlen. Ich bin da mal ganz, ganz schnell hinterher. Sehr zum Leidwesen meiner Frau, wenn ich mal wieder quasi durch irgendwelche internationalen Shops scrolle und mal wieder irgendwelche Spiele bestelle, wo noch kein Mensch von gehört hat. Und ja, da sind manchmal die ein oder anderen Perlen dabei. Und ich freue mich derbe eben bei Maglev Metro. Dass ja, ich das auch gefunden habe. Wobei, es ist ja in Deutschland, glaube ich, noch so ein bisschen unbekannt. Viele amerikanische Kollegen haben es ja schon sehr, sehr abgefeiert. Und ja, wie gesagt, zu Recht. Und das Ganze ist von Ted Elsbach, also wirklich auch dem Kopf hinter Bezier Games. Der hat ja so Sachen gemacht hier, Suburbia oder Castle of Mad King Ludwig, tolle Spiele. Und das hier ist eben, das ist auch ein schöner Untertitel, ne? Maglev Metro ist nämlich Magnetic Levitation Rail, ja, dafür steht es. Und ist quasi die Zukunft der U-Bahn. Und das ganze Spiel, also erstmal ist für ja, 1 bis 4 Spieler, wobei Solo habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt. Finde es so ein interaktives Spiel, das möchte man nicht solo spielen. 90 Minuten, diese 14 plus, die draufstehen, das stimmt nicht. Das ist ein, ja, ich würde sagen, einfach ein typisches, richtig gutes Kennerspiel. Gar nicht zu kompliziert, also durchaus so ab 10 Jahren kann man da schon einsteigen in dieses Spiel ohne Probleme. Und ja, das Ganze ist ein Spiel, bei dem wir, wie schon gesagt, U-Bahnen bauen. Es ist eine Mischung aus Pickup and Delivery. Das heißt, wir müssen Dinge transportieren, zur richtigen Station bringen, gleichzeitig ein Netzwerk bauen, nämlich unser eigenes Schienennetzwerk, auf dem sich dann unsere U-Bahn bewegt. Und das Ganze natürlich auf einer kleinen Map und die wirkliche tolle. Die Sahnehäubchen bei diesem Spiel ist, es gibt 2 Maps, New York, und ihr dürft erraten, was die zweite Map ist, Berlin. Berlin, Unglaublich. Berlin, wir fahren in Berlin. Ja, aber vollkommen zu Recht, Berlin ist natürlich, was den U-Bahn-Bau angeht, total führend gewesen und auch eine richtige gute Stadt, um das zu machen. Und das Einzige, was wir festgestellt haben, unser Büro auf dieser Berlin, also wirklich auch eine echte Berlin-Karte, ja, also nicht nur irgendwie nur Berlin draufgeklebt und das sieht irgendwie komplett durcheinander aus. Aber es ist gerade so abgeschnitten, dass unser Büro nicht mehr drauf ist. Ist so ein bisschen schade. Aber Ist aber der Platz der Berlin-Con, der ist in der Nähe, oder? Ist der der da? BerlinCon, das ist drauf, ja. Die Ja, ne? Berlin-Location, die ist quasi innerhalb dieses Ausschnitts, des Kartenausschnitts. Aber ja, wir haben schon viel geredet. Als erstes werde ich euch die Regeln von diesem Spiel kurz erklären. Und auch die sind, ja, also gar nicht so schwer, hat man wirklich, also ich habe es auch kürzlich erst wieder jemand erklärt und das hat 10 Minuten gedauert, höchstens. Ja, gut, es war auch ein Spieler, aber wirklich daran sieht man, die Regeln sind nicht das Problem in diesem Spiel, vor allem wenn es einer schon kann. Und ja, die Taktik, die verlangt einem einiges ab. Aber ihr seht es gleich, bis gleich. Nein. Bei Maglev Metro, ja, versuchen wir Siegpunkte zu generieren, aber tatsächlich ist das ein ziemlich langer Weg, denn Siegpunkte gibt es vor allem für die Beförderung von diesen neuen Farben, die hier bislang auf dem Spielplan noch gar nicht im Spiel sind, nämlich hier diese rosanen
Passagiere diese fliederfarbenen, roten und violetten Passagiere, die wollen wir eigentlich mit unserer Metro, mit unserer Untergrundbahn befördern. Aber ihr seht schon hier auf dem, natürlich zeige ich euch hier den Berlin-Plan, auch wenn er ein bisschen schwieriger ist, aber dazu komme ich gleich noch. Am Anfang ist hier noch gar nichts. Wir müssen sozusagen, als allererstes setzen wir unsere Metros ein. Die können wir hier in den drei Startstationen einsetzen. Jeder Spieler bekommt dann auch noch einen dieser Arbeiter seiner Wahl. Roboter eigentlich, um es genau zu sagen. Ja, und so starten wir das Spiel und noch können wir gar nichts machen. Wir müssen als erstes hier anfangen, unser U-Bahn-Netz zu bauen. Dazu gibt es hier diese wunderbaren durchsichtigen Plättchen, mit denen wir dann hier so Strecken bauen können. Jeder Spieler baut hier an seiner eigenen Strecke. Allerdings können sich die Strecken tatsächlich überlappen. Also es kann durchaus sein, dass man hier sowas hier baut. Ja, dann hat man sozusagen, hat der grüne Spieler sowohl hier eine Verbindung als auch der orangene Spieler. Man kann sozusagen auch später im Spiel Sachen wirklich überschneiden lassen. Allerdings kann man nicht seine eigenen Strecken, die kann man nicht überschneiden. Das ist eine wichtige Regel. Das heißt, ja, es könnte zum Beispiel theoretisch irgendwie so aussehen. Ist ja auch wirklich mit dem Material wirklich toll gemacht. Ja, dass der grüne Spieler hier irgendwie so baut. Natürlich muss der das schön bauen, so, damit das hier alles immer schön. Ja, dann kreuzt es hier die blaue Linie. Aber man muss noch ein paar mehr Regeln beachten. Das ist jetzt erstmal nur so zum Einstieg, was hier überhaupt so passiert. Außerdem können wir weitere Stationen bauen, weil am Anfang sind nur diese drei Stationen hier auf dem Spielplan verteilt. Wie gesagt, die besonderen Farben, die eigentlich Siegpunkte bringen, sind noch gar nicht da. Und dann müssen wir sozusagen auch erstmal unsere Maschinerie, unsere Metro, wie die so funktioniert, möglichst gut aufbauen. Dazu sind diese sogenannten Roboterpassagiere hier schon auf dem Spielplan. Die sind ein bisschen schwer zu erkennen, aber wenn ihr genau hinguckt, sind die silbern, Bronze und Gold. Und zu jedem Passagier gibt es auch immer eine Station, die er hin möchte. Also wir haben hier am Anfang eben eine silberne Station, eine bronzene und eine goldene. Und wenn es mir jetzt gelingt, als Spieler zum Beispiel hier einen goldenen, ja, hier zur goldenen Station zu bringen und den hier abzuladen, ja, dann bekomme ich ihn tatsächlich auf mein Tableau. Und das Coole ist, diese Passagiere, vor allem diese Roboter dieser drei Anfangsfarben, die geben mir auf meinem Tableau dann ganz coole Boni. Damit werde ich immer stärker, kann immer mehr Sachen machen. Und auch diese tollen neuen Passagiere, auch die kommen nach auf mein Tableau. Auch die kann ich auch einsetzen, um neue Sachen freizuschalten. Aber ich kann sie eben auch einsetzen, um neue Siegpunktmöglichkeiten freizuschalten. Und um das ein bisschen zu verstehen, schauen wir uns jetzt erstmal im Detail unser Tableau an. Da wird nämlich schon ziemlich klar, was wir hier alles machen können. Jeder Spieler hat hier so ein Tableau, eigentlich schönes Material, doppelseitig hier mit so Einbuchtungen bedruckt, also doppelte Pappe. Leider natürlich immer, wie es immer so ist, kann sich ein bisschen wählen, ist auch hier bei uns der Fall. Ja, das ist halt immer so ein bisschen der Nachteil an dieser Konstruktion, aber prinzipiell natürlich eine sehr schöne Sache, dass man hier die Sachen reinlegen kann und sie verrutschen auch nicht. Was sehen wir jetzt hier auf dem Tableau? Es ist ja gar nicht so viel auf den ersten Blick. Das macht das Schöne auch an diesem Spiel aus. Zunächst einmal steht hier oben, immer wenn wir dran sind, haben wir zwei Aktionen. Aktion 1 und Aktion 2, die ist fest aufgedruckt. Das heißt, die haben wir einfach immer. Aber hier drunten sieht man schon, wir können in diesem Spiel mehr Aktionen freischalten pro Zug, wenn wir hier nur die richtigen Arbeiter reinsetzen. Ja? Das müsste zum Beispiel... Ah, das stimmt nicht, das ist ein Bronzen, das sehen wir schon. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, die zu unterscheiden. Aber hier zwei goldene, zwei silberne. Wenn es so aussehen würde bei mir, dann hätte ich jetzt plötzlich drei Aktionen zur Verfügung, wenn ich dran bin. Wie bekomme ich diese Roboter? Erstmal am Anfang startet jeder Spieler mit drei Robotern. Von jeder Sorte hat er einen. Und man bekommt noch einen Roboter erstmal zum
beim Einsetzen seiner U-Bahn-Station. Also hat man schon mal 4 und ja, die kann man am Anfang auch schon, wie man möchte, verteilen, gibt es keine Vorgabe. Aber ja, es muss natürlich passen. Hier bei der Extraktion sieht man, ist es genau vorgegeben, welche Roboter dahin müssen. Es gibt noch, ich kann noch weitere Extraktionen freischalten, aber dazu brauche ich dann hier, sieht man schon, eben diese besonderfarbigen Passagiere, die erstmal noch gar nicht zur Verfügung stehen. Gucken wir uns erstmal hier die mittlere Reihe an, weil das ist eigentlich die interessanteste. Das sind nämlich auch alle Aktionen, die man machen kann. Und ihr seht, alle Aktionen können hier auch mit Robotern noch verändert werden. Teilweise hier unten gibt es sogar 2 Aktionen, die muss ich erstmal freischalten mit Robotern, sonst kann ich sie nämlich überhaupt nicht machen. Was sind das für Aktionen? Ich werde die nachher auch nochmal kurz zeigen, aber erstmal so, damit ihr es mal gehört habt. Wir haben die Aktion, wenn wir dran sind, Track bauen. Das bedeutet einfach halt hier meinen U-Bahn-Track weiter ausbauen. Am Anfang vorgedruckt ist, ich kann einfach ein Track-Teil einfach setzen, natürlich nach bestimmten Regeln. Aber wenn ich hier weitere Roboter reinmache, dann wird es eben mehr. Dann kann ich pro Aktion hier zum Beispiel jetzt schon 3 Track-Teile bauen. Ja? Wichtig ist, der erste ist hier beliebig, aber die anderen 2 hier sind auch wieder festgelegt, müssen auch silberne sein. Dann gibt es die Aktion Move, ja, könnt ihr euch vorstellen, damit kann ich einfach mit meiner U-Bahn hier fahren, immer geradeaus übrigens, man darf nicht einfach umdrehen, dazu komme ich gleich. Auch hier, am Anfang kann ich nur ein Feld laufen, aber ich kann es ausbauen bis zu 4. Dann gibt es Capacity, aufgedruckt ist 1, das bedeutet einfach, wie viele Roboter kann ich mitnehmen, ja, auf meiner U-Bahn bis zu 4. Wichtig ist, da kommen wir noch zu, dass diese Sachen auch während dem Spiel noch verändert werden können. Falls meine Kapazität wieder sinkt und ich bin sozusagen unterwegs und habe dann plötzlich weniger Kapazität, muss ich auch Sachen wie Leute leider wieder rausschmeißen. Dann gibt es die Aktion, also Capacity übrigens ist keine Aktion, das ist nur eine Fähigkeit. Ne? Also wie viel darf ich einfach aufgeladen haben. Pickup ist eine Aktion, die ich ausführen kann. Dann werde ich einfach einen Passagier einladen, da wo ich stehe auf der Station. Am Anfang kann ich nur einen einladen, aber es könnte natürlich mehr sein. Nur natürlich, die Kapazität muss natürlich auch da sein, sonst funktioniert das nicht. Drop-off, klar, das, die Aktion ist Umkehrschluss, wenn ich irgendwo bei einer Station angekommen bin, die passend ist zu der Farbe des Passagiers, kann ich den da abschmeißen. Also den silbernen zum Beispiel bei einer silbernen Station. Und am Anfang kann ich halt nur pro Aktion einen abschmeißen. Das heißt, ich mache ihn hier höher. Und die Sache ist halt, wenn ich eben einen abliefer bei seiner richtigen Farbe, dann bekomme ich ihn und kann ihn eben auch gleich hier einplanen. Weil so füllt sich das Ganze hier eben auch. Dann gibt es noch hier Refill Station. Das ist auch eine Aktion, die ich machen kann. Das bedeutet einfach, dass ich hier in den Sack greifen kann und weitere Roboter rausziehen kann, um sie eben in eine Station zu legen. Am Anfang kann ich aber nur einen rausziehen, kann ich aber auch machen bis zu 4. Das ist halt so, dass quasi der Spielplan sich natürlich leert, die Sachen werden abgeliefert und da kann ich dann eben neuen Nachschub auf den Spielplan bringen. Ganz clever wird jetzt Adjust. Adjust bedeutet nämlich, ist auch eine Aktion, so viele wie hier sind am Anfang 1, kann ich hier umarrangieren. Was bedeutet das? Nehmen wir mal an, es sieht so aus. Dann kann ich die Aktion Adjust ausführen, einmal. Ja? Und dann eine meiner beiden Aktionen sage ich, ich mache jetzt die Aktion Adjust. Dann könnte ich hier jetzt einen nehmen und ihn zum Beispiel hier hin tun, um meine Kapazität zu erhöhen. Ja? Wichtig ist aber, die Adjust-Aktion kann ich nur mit den 3 Roboter-Miepeln quasi durchführen, nicht mit diesen speziellen farbigen Passagier-Miepels, die später noch ins Spiel kommen. Wenn ich die einmal hier hingelegt habe auf mein Tableau, dann sind die fix. Das heißt, immer wenn ich die bekomme, muss ich mich wirklich entscheiden, will ich sie zum Beispiel hier hinlegen, hier hin oder hier hin und davon werden sie liegen bleiben bis zum Ende des Spiels. Da kann ich nichts dran ändern. Ich kann natürlich auch bei Adjust selber mehr Miepel haben. Jetzt kann ich eben mit der Aktion Adjust schon 2 hier verändern. Und tatsächlich, diese Aktion ist wirklich ganz, ganz stark und ganz, ganz auch interessant, weil man eben hier ständig, also man hat immer viel zu wenig von diesen Robotern und so kann man halt trotzdem sehr flexibel agieren und immer sich immer wieder neue Möglichkeiten ausdenken. Man kann zum Beispiel eben auch mit Adjust
im Zug quasi hier sich plötzlich eine Extra-Aktion wieder hin-adjusten, ja, dass es dann plötzlich so aussieht, ja, ich habe mich jetzt da mal angenommen, das würde irgendwie gehen, dass ich diese Extra-Aktion plötzlich mit Adjust aufgefüllt habe, dann kriege ich in diesem Zug dann nochmal eine Extra-Aktion. So kann man das sich vorstellen. Und dann gibt es noch zwei Aktionen, die muss ich erstmal freischalten, die kann ich nicht machen, wenn hier keine Leute liegen. Das eine ist Build Station, das bedeutet, um eine neue Station zu bauen, da muss ich erstmal mit meinem Track hingefahren sein, aber ich muss dann das aktiviert haben, um die Aktion Build Station ausführen zu können. Ja, da baut man halt eine neue Station aufs Brett, allerdings nur von der Sorte, wie ich auch darf, also von der klassischen Sorte, Silber, Bronze und Gold, es sei denn, das kommen wir gleich, ich habe hier die neuen Farben freigeschaltet und ganz, ganz wichtig hier, es gibt hier Reverse Train, das zeige ich euch nachher auch nochmal kurz, wenn wir nochmal das zeigen, wie man so baut. Meine U-Bahn, die fährt immer in die gleiche Richtung und wenn die Bahn irgendwann am Ende ist und nicht mehr weiterfahren kann, dann ist es eine Aktion, sich einfach umzudrehen und wieder zurückzufahren, aber die muss ich auch aktiviert haben. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dann gibt es eben noch das hier, Unlock Passengers Buildings and Build Station. Das bedeutet einfach, um diese neuen Farben sowohl bauen zu können, als auch die Passagiere sozusagen hier einladen zu können, muss ich die entsprechende Farbe freigeschaltet haben. Das heißt hier, das bedeutet, ich kann jetzt diese Station hier bauen, ja, diese Farbe. Ist es die erste Station, kommen auch alle diese Passagier-Meeples von der Farbe dann erstmalig in den Sack. Vorher sind die da quasi gar nicht drin. Und ich bin auch der Einzige, wenn ich der Erste bin, ja, der diese Farbe auch transportieren darf. Aber natürlich können die anderen Spieler das dann auch machen und dann auch diese Farbe dann transportieren. Und auch hier kann ich durch Adjust diese Fähigkeit theoretisch natürlich auch wieder verlieren. Aber dann muss ich halt bedenken, dann darf ich halt diese Art von Passagieren nicht mehr transportieren. Und die Sache ist, ne, dadurch, dass sie dann in den Sack kommen, ja, müssen die natürlich dann auch erstmal über Refill Station überhaupt erstmal aufs Spielbrett gebracht werden. Aber das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, und das Gleiche gilt halt einfach hier für die weiteren Farben, wobei man schon sieht, diese zwei hinteren Farben hier sind noch schwieriger zu kriegen, weil dafür muss ich dann sogar quasi einen Orangenen hier sogar erstmal haben, um den freizuschalten, und für den hier brauche ich sogar auch einen hier fliederfarbenen. Das heißt, ich muss erstmal das hier irgendwie haben, um dann das überhaupt freizuschalten zu können. Die sind halt einfach noch schwieriger zu bekommen. Und weil das so ist, seht ihr auch hier, diese Passagiere geben am Ende des Spiels Siegpunkte. Und zwar gibt es einfach einen Siegpunkt für diese einfachere Sorte von Passagieren und zwei Siegpunkte für diese schwierige Sorte von Passagieren. Und zwar pro Passagier von der Farbe, die dann am Ende hier auf meinem Tableau ist. Und alles, was ich bekomme, geht ja hier auf mein Tableau. Und dann kann ich aber das Ganze auch noch pimpen, indem ich zum Beispiel hier diese Reihen voll mache. Wenn ich hier sozusagen sehr viele von diesen rosa Farben habe, drei Stück hier, dann würden die einen Punkt extra geben. Das heißt also, in dem Fall wären die zwei Siegpunkte pro Stück wert. Das wären also quasi schon mal sechs Siegpunkte. Und das analog hier, bei denen, die zwei Siegpunkte geben, ist auch plus eins, die werden dann drei Siegpunkte wert, wenn man diese Spalten hier vollkriegt. Und dann kann man auch die Reihen vollkriegen, weil es ist so, man kriegt am Ende des Spiels auch einen Siegpunkt für jede Verbindung, die man sozusagen mit seinen Tracks zwischen den Stationen erzeugt hat. Und hat man Reihen voll, kriegt man sozusagen noch einen extra Siegpunkt pro Link, also pro Verbindung zwischen zwei Stationen. Und als letztes ist hier unten noch die Bonus-VP-Cards. Das ist so, es gibt vier so Auftragskartensorten im Spiel. Schauen wir uns auch nachher gleich nochmal genauer an. Und jeder kriegt von jeder Sorte eine Karte. Und man kann aber standardmäßig nur eine Karte erfüllen am Ende des Spiels. Das sind einfach verschiedene Aufgaben, wie man es so kennt. Auch sehr interessant, sehr unterschiedlich. Aber wenn ich halt eben hier so eine Reihe voll gemacht habe, dann kann ich eine extra Karte werten. Das heißt, wenn ich das alles hier voll mache, dann kann ich tatsächlich alle vier Karten werten, die ich bekommen habe. Aber ich muss natürlich auch die Bedingungen erfüllen, die auf diesen Karten aufgedruckt sind. Und jetzt zeige ich euch nochmal die verschiedenen Aktionen im Detail. Nehmen wir mal an, wir sind der grüne Spieler und wir machen jetzt die Aktion Track bauen. Das bedeutet, wir werden jetzt hier weitere Teile hier bauen, um zum Beispiel weitere Stationen zu erreichen. Ja, das wäre zum Beispiel sowas hier. Ja, wenn wir hier eine Station erreicht haben, dann könnten wir perspektivisch hier eine Station errichten mit der Station bilden Aktion. Aber die müssen wir natürlich auch erstmal freischalten. Aber das wäre sozusagen natürlich ein Ziel. Wir haben hier ein bisschen, natürlich ein bisschen komisch gebaut. Wichtig beim Bauen ist, ich kann
kann zwar eben hier über die Gegner drüber fahren, aber was ich nicht darf, ich darf nie sowas hier bauen, dass quasi hier so ein Dreieck entsteht, das eben aus, von einer Station zwei, drei verschiedene Strecken abgehen. Also so eine Art Kreuzung darf ich tatsächlich nicht bauen. Ich müsste dann tatsächlich erstmal, wenn ich jetzt hier weiterbauen will, müsste ich erstmal das hier wieder abreißen. Das geht auch, kostet mich genauso eine Bauaktion, das Abreißen, wie das wieder hinbauen. Ja, ich habe ja natürlich auch dämlich gebaut. Aber mal angenommen, das sieht irgendwie dann so aus. Und hier würde dann vielleicht auch mal eine Station gebaut werden. So, ja. Dann, ja, kann ich tatsächlich auch, wenn ich will, einen Rundkurs errichten. Ist jetzt nicht besonders sinnvoll, ja, aber ich zeige es nochmal so zum Zeigen. Das wäre jetzt so eine Art Rundkurs, die, was der grüne Spieler gebaut hat. Und, passt nicht ganz. Muss da immer gucken, da gibt es große Kurven und kleine, dass die wirklich auch passen. Man hat auch nicht endlos viele von den verschiedenen Teilen. Sowas kann man bauen, man kann dann auch hier so im Kreis fahren. Aber wenn ich jetzt sozusagen weiterbauen möchte, dann muss ich diesen Kreis tatsächlich eben wieder abbrechen, weil ich eben sonst hier nicht diese Regel beachten kann, dass ich nur zwei Anschlüsse pro Station bauen darf. Wichtig ist natürlich auch, dass ich immer nur angrenzend bauen darf, also immer weiterbauen, nicht irgendwelche Lücken lassen. Ich kann auch nicht über Stationen hinwegbauen, die nicht existieren, nur zu leeren Stationen hinbauen. Um eine Station zu bauen, muss ich natürlich dahin gebaut haben. Das ist, denke ich, relativ einleuchtend. Ja, die Bewegungsaktion ist logisch. Da werde ich, kann ich dann einfach hier mich so entlang bewegen. Wie gesagt, immer die Richtung beibehalten. Das ist ganz wichtig, weil nur mit der Adjust-Aktion, mit der Reverse-Aktion könnte ich mich hier umdrehen. Hier im Rundkurs macht das natürlich keinen Sinn, aber es ist ja eher die Ausnahme. Aber wenn ich eben zum Beispiel hier gefahren bin, jetzt möchte ich umdrehen, da brauchte ich halt auch eine Aktion, um mich hier wieder umzudrehen. Wenn ich irgendwo bin bei so einer, Station, dann könnte ich natürlich versuchen, hier die Aktion Pickup zu machen. Zum Beispiel, wenn ich Pickup 1 habe, könnte ich hier diesen bronzenfarbenen aufnehmen. Ja, dann könnte ich reversen und dann könnte ich 1, 2, 3, 4 versuchen, hier zurückzufahren. Und dann mit Drop-Off hier, das passt farblich, ne, Bronze zu Bronze abgeliefert, abliefern. Und da, den bekomme ich jetzt auf mein Tableau. Beim Stationenbauen ist noch wichtig, dass man immer einen Bonus bekommt. Das heißt zum Beispiel, wenn der orange Spieler hier was bauen würde auf den, mal angenommen, er hat schon rosa freigeschaltet. Diese, die hier liegen, die bleiben, das sind quasi, die kommen hier einfach hin, die kann man auch einsammeln und transportieren. Aber es liegt immer auch einer von der Farbe der Station hier drauf. Dessen Bonus, den kriegt hier der orange Spieler, der das gebaut hat, hier direkt einfach auf sein Tableau. Also es lohnt sich auf jeden Fall eben auch diese Station zu bauen. Man kriegt halt einfach auch einen sehr wertvollen Passagier als Bonus. Wichtig ist noch, das hatte ich vergessen beim Track bauen, dass hier gibt, seht ihr ja hier diese Spree, dass wenn man über das Wasser baut, muss man tatsächlich zwei Track Points ausgeben für die Aktion. Das heißt, man muss mindestens schon Track 2 haben, um dann mit einer Aktion hier übers Wasser zu bauen. Muss man halt einfach einen richtigen Tunnel unter dem Wasser durchgraben. Ja, und das waren schon fast alle Aktionen. Das letzte, was eigentlich nur fehlt, ist Refill Station. Ja, und da kann man halt einfach gucken, wenn man jetzt Refill Station einmal angenommen, ich bin jetzt hier, habe das aber alles schon irgendwie abgegeben, ich bin jetzt grün, dann könnte ich Refill Station machen und kann dann halt einen aus dem Sack ziehen. Ja, aber das kann natürlich jemand sein, der halt passt. Es kann natürlich auch sein, wenn jetzt hier schon die rosafarbenen zum Beispiel im Sack sind, ich habe das aber noch gar nicht freigeschaltet, dann ziehe ich mir einen rosafarbenen aus dem Sack, da freut sich quasi nur mein Mitspieler, der könnte da hingehen und den einsammeln und den natürlich auch zum rosanen, zur rosanen Station bringen. Oder ich muss mir dann überlegen, jetzt muss ich erstmal quasi mir diese Fähigkeit freischalten, um den rosanen dann überhaupt einladen zu können. Dann gucken wir uns noch kurz die vier Auftragskarten an. Es gibt, wie gesagt, vier Stapel, die haben alle so ein bisschen eine unterschiedliche Thematik. Hier sind einfach Aufträge, die sich auf diese Passagiere beziehen. Hier zum Beispiel, man kriegt 10 Punkte, wenn man keine pinken oder, ja, Korall nennen sie diese Farbe, rote Passagiere hat. Das ist natürlich ganz schön schwer, das zu schaffen. Oder hier kriegt man Punkte für Sets oder einen einfach für jeden bronzenen. Ne? Das sieht schon, das sind einfach die unterschiedlichen Kombinationen, Zusatzpunkte für diese Roboter oder Passagiere. Hier geht es dann um den Track, also wie ich die U-Bahn gebaut habe. Hier zum Beispiel, man kriegt 3 Punkte für eine Kurve auf einem Fluss. Also dann möchte man viele Kurven über einen Fluss bauen. Ja, oder hier ja, einfach Kurve, die direkt einer Station angrenzt. Ja.
für eins für jedes Teil, was nicht mit anderen überlappt. Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen von den Gegnern ab. Ja, auch da gibt es die unterschiedlichsten Sachen. Und hier gibt es nochmal extra Punkte für die für Verbindungen. Hier zum Beispiel 4 Punkte für die direkte Verbindung zwischen einem goldenen Station und einem Office. Also die haben auch immer Namen. Diese rosafarbene Station ist eben das Office. Wichtig ist, dass man, wie gesagt, für jede Verbindung sowieso schon mal einen Punkt kriegt. Und man kann das ja auch eben, wie ich schon gezeigt habe vorher, auch noch erhöhen. Ja, und das sind einfach auch die unterschiedlichen Möglichkeiten. Aber wie gesagt, diese Karten, man muss sie ja erstmal freischalten. Nur eine der Karten kann man sowieso erfüllen. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass man überlegt, habe ich gute Karten, die ich auch gut erfüllen kann, dann lohnt es sich natürlich, die freizuschalten. Das können viele Punkte sein. Ansonsten lässt man das einfach. Und hier zuletzt, diese Kategorie, die bezieht sich dann auf das Board am Ende. Man würde zum Beispiel hier 4 Punkte kriegen für jede sozusagen Extra-Aktion, die man am Ende voll belegt hat, da wird man dann so ein bisschen, ne, oder hier 5, wenn man hier die Bonuskartensektion komplett voll hat und so weiter. Also da gibt es dann sozusagen noch Bonuspunkte, je nachdem, wie ich mein Board am Ende des Spiels, wie das dann aussieht. Und zuletzt kurz ein Blick hier auf die Rückseite des Spielplans, eben der Manhattan-Spielplan. Er ist tatsächlich ein bisschen einfacher als Berlin. Das liegt daran, dass wir hier in der Mitte diesen Central Station Hub haben, der folgende Bewandtnis hat. Hier kann man eben alle 3 Startroboter abgeben, also Bronze, Silber und Gold kann man quasi hier hin transportieren, hier abgeben und man kriegt sie dann auf sein Brett. Und man kann von hier die Regel außer Kraft setzen, von hier kann jeder Spieler beliebig viele Verbindungen abzweigen lassen. Das macht natürlich hier das Ausbreiten und so weiter alles so ein bisschen einfacher. Und zuletzt wollte ich euch auch noch zeigen, der Startspielermarker hier aus richtigem Metall, auch ziemlich cool. Ja, Sven, du hast es ja ausgegraben, ausgetrüffelt. Ja. Wie war denn dein Ersteindruck, als du es dann gespielt hast? Naja, ich sag mal, wer jetzt den Kanal hier regelmäßig verfolgt, der wird es eh schon wissen, denn es war ja auch in meiner Top 5 Spiele des Quartals drin und ich finde es fantastisch. Es ist ein so gutes Spiel. Du bist mit den Regeln eigentlich relativ einfach drin, aber es ist so ein Spiel der Kategorie easy to learn, hard to master. Und es verknüpft meiner Meinung nach 3 Mechanismen. Das ist ja eh, habe ich so das Gefühl, so eine Entwicklung der letzten Jahre, dass halt immer mehr Mechanismen in einem Spiel gepackt werden. Und das macht es hier auch, nämlich Pick Up and Deliver, Engine Building, wenn man so möchte, und aber auch den Programmiermechanismus. Und was ich hier so, also ich finde alles eigentlich rundum fantastisch, bis auf 1, 2 Kleinigkeiten, vor allen Dingen beim Material, obwohl das Material top-notch ist. Material wirklich gut. Ja. Ja, und deshalb ärgert mich eine Sache umso mehr, aber dazu gleich. Aber was ich wirklich, wirklich gut finde, dass das Spiel einfach so herausfordernd ist, weil du immer mit einem Art Mangel zu kämpfen hast. Egal, was du tust, es fehlt dir irgendwie immer an allem und du bist wirklich hart am Optimieren, das Beste rauszuholen. Aber ich bin jetzt natürlich sehr, sehr neugierig, nachdem ich das Spiel bei dir so angepriesen habe und ich hatte echt ein bisschen Muffe vor heute. Du machst jetzt so viel Werbung dafür und nachher sagte der Hunter, mit was kamst du denn an? Geh weg, geh weiter. Wie kam es bei dir an? Ja, ich muss sagen, ich habe wirklich ein kleines Problem, weil du hast es jetzt natürlich einfach in deine Top 5 erstes Quartal reingepackt. Da hatte ich es noch nicht gespielt im ersten Quartal. Jetzt ist es natürlich sowas, jetzt ist in mein Top 5 zweites Quartal reinzunehmen, ist so ein bisschen lame, würde ich sagen. So, so Nachzügler. Ehrenplatz. Aber gut, wer weiß, was das zweite Quartal noch bringt. Ja. Ich würde sagen, es wird Honorable Mention sein, vielleicht so nach dem Motto, es wäre in meiner ersten Quartalliste drin gewesen, Top 5, wenn ich es früher einfach bekommen hätte. Wir haben es natürlich auch erst angefragt, als mir Sven davon erzählt hat. Nein, es hat mir wirklich bei mir auch voll eingeschlagen. Also es ist ja auch so, ich glaube, ich habe es schon öfters erwähnt, ich liebe wirklich Spiele, bei denen wir Strecken und Netzwerke bauen müssen. Ja, das fängt natürlich auf jeden Fall, fällt mir da gleich natürlich sowas ein wie Whistle Stop, ja, was finde ich sowieso so ein bisschen das gefühlte Vorgängerspiel hier von diesem Spiel. Das auch wenn es gleich ein Ted Elsbach ist, aber halt auch von Bézier. Ne? Whistle Stop, wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel, wo wir Strecken bauen. Aber auch so ein ganz anderes geartetes Spiel, sowas wie Switch and Signal. Da bauen wir zwar Strecken, aber das ist auch so ein Netz, da müssen wir auch die Netzwerke nur so manipulieren. Das liebe ich, welches liebe ich. Und Maglev Metro macht es auf so eine tolle Art, dass wir hier
jeder so ein verschlungenes U-Bahn-Netz bauen, ja, was in gewisser Weise, also eigentlich ist es ja auch ein bisschen so wie Snake, weil wir dürfen uns ja, ja eigentlich auch nicht selber sozusagen durchkreuzen, wir dürfen ja nicht ein gleiches Feld mit dem gleich, also mit unseren, mit zwei Plättchen von uns bebauen, sodass sich irgendwie so eine Kreuzung entsteht. Das ist ja verboten. Außerdem, genau, wenn wir einen Loop bauen, dann geht es eigentlich auch nicht weiter, weil wir dürfen ja keine Dreieckskreuzung machen. Das ja ist wirklich, das ist so cool und es passiert alles auf so einem konzentrierten Raum. Ja, mhm. Also du hast gerade den Mangel erwähnt, der gilt ja für alles in diesem Spiel. Du total hast vor allem auch beim Netzwerk, du hast so wenig Raum. Mhm. Und das Schöne ist wirklich, dass du bei diesem Spiel, also ich meine, gerade als Anfänger, das habe ich ja mehrmals beobachten können jetzt, du bist wirklich so, die planen dann die ersten Züge, es ist schon ein bisschen hart. Am Anfang hast du schon eine kleine Lernkurve, taktisch, ja, so ja, nach dem Motto, da planst du so und dann so, nee, du kannst sie jetzt aber nicht umdrehen. Ach so. Und so, nee, du kannst jetzt hier keine Station bauen. Oder, nee, du kannst jetzt diese Farbe nicht aufnehmen. Ja, und so geht es immer weiter, ja. Und du denkst immer so, meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Und es ist wirklich toll, weil ich finde, also genau, erstens dieses Netzwerk bauen, ja, das macht, das ist hier so cool und das ist halt auch, das finde ich wirklich faszinierend, wie gut das Spiel es hinkriegt, dass eben die Spielzeit nicht komplett durch die Decke geht, dass du diesen, ja, kleinen, diesen kleinen Plan hast, wo du auch wirklich eine tolle, also das ist schon fast genial, finde ich, dass du auf der einen Seite bist du dir ja nicht im Weg mit den Mitspielern, weil da darf man ja über andere drüber bauen, genau, oder parallel bauen. Aber mhm, irgendwie bist du schon im Weg, weil die natürlich die Stationen da irgendwie vor die Nase setzen oder das so bauen. Manchmal ist es schon so, dass du dann, wenn sich die wirklich überlappen, dann geht es nämlich nicht, wenn dir bestimmte, wenn du zum Beispiel nur die kleinen Kurven bräuchtest und hast aber nur noch die großen und so. Mhm. Also das ist nämlich dann schon wie verrückt eigentlich manchmal. Das finde ich halt, ja, was halt ganz schnell passiert ist, auch wenn du jetzt bei den Strecken zwar über die Strecken der anderen bauen kannst, und auch das muss man ja mal wirklich betonen, was das Material ausmacht, was ich auch so fantastisch finde, das cool ist halt, dass wir diese transparenten Strecken haben und die können wir halt quasi wirklich übereinander stapeln. Und das sieht dann auch wirklich wie so ein U-Bahn-Fahrplan aus. Aber was halt, ja, gerade zur Mitte und zum Ende des Spiels die Interaktion ausmacht, ist dieser Run auf die Passagiere, mhm, oder sogar diese verbliebenen Roboter. Denn es gibt A, diese verschiedenfarbigen Passagiere, aber eben auch diese drei Roboterfarben, die ja letztendlich ganz viele der Aktionen ausmachen. Und die werden immer weniger. Und die werden gerade zum Ende, wenn man auch mal den Mechanismus verstanden hat, werden die auch immer mächtiger, weil du merkst, okay, ich brauche die jetzt, weil meine Aktionen, wie viel ich jetzt aufnehmen oder abwerfen kann, werden dadurch stärker. Und dadurch entsteht auch immer so ein indirektes Racing. Oh, ich will da jetzt hin, verdammt, aber ich kann nicht umdrehen. Oder wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Kann ich jetzt doch noch irgendwo eine Station bauen und dann doch da schneller hinfahren? Und das ist, es funktioniert fantastisch. Ja, und es ist halt wirklich so geil, weil wenn du dich da so verplanst, teilweise, ja, oh, ja, Bettenbau, ja, dann musst du wirklich, also du denkst manchmal so, okay, ich muss wirklich dieses Snake dann auch wieder teilweise abreißen, mhm, und in die andere Richtung bauen, ja, weil es sonst keine Möglichkeit gibt mehr, da hinzukommen, wo ich irgendwie, ja, noch hin will. Ja? Das ist halt eh. Ja. Das ist uns sehr, sehr aufgefallen. Es gibt eine Aktion, das ist Adjust. Und das Adjust, mhm, ist im Endeffekt das Umprogrammieren. Und gerade wenn man das Spiel das erste Mal spielt, unterschätzt man das komplett. Ja. Denkt man, warum? Und sobald man aber so ein bisschen mehr drinsteckt und es verstanden hat, dann ist man weil das Adjust wirkt am Anfang immer so wie, ich verschenke jetzt eigentlich einen Zug damit. So, oder eine Aktion. So, aber das wird dann so wichtig, immer wirklich zu reagieren, jemand zu sagen, okay, ich brauche jetzt die Build-Action nicht mehr in der Stärke. Ich möchte das jetzt so machen, dass mein Zug weiterfahren kann. Und das ist wirklich so, ja, so lebendig, das ganze Spiel. Aber es passiert immer was, du machst deine Planung, und was ich sehr, sehr gut finde, jeder zieht ja am Anfang des Spiels vier verdeckte Karten, das sind quasi Missionskarten verdeckt, aus vier verschiedenen Stapeln, die alle für was anderes stehen. A, die Farbe der Passagiere, B, für die Strecken, und auch da ist sehr, sehr witzig gemacht, du ziehst zwar vier Karten, darfst aber klassisch am Ende nur eine werten, es sei denn, du baust das auch aus, dass du mehr Karten werten kannst. Ja. Aber musst, also das ist auch so ein Spiel, und das finde ich sehr, sehr gut, dass du versuchen willst, alles zu schaffen, aber du wirst es nicht können. Du wirst nicht alles schaffen können. Und das ist eigentlich so cool, weil es gibt mir die Möglichkeit, dass ich meine Strategie
innerhalb des Spiels flexibel so halten kann, wenn die mal nicht aufgeht, dass ich noch schnell genug es anpassen kann, ohne dann komplett ins Hintertreppchen zu geraten. Ja, also das mit dem Adjust ist wirklich ein ganz cleverer Zug, weil erst wenn man kapiert, wie du sagst, wie mächtig diese Aktion ist, wie flexibel sie mich macht, dann merkt man, ja, hier geht es nicht darum, solche Aktionen gibt es ja auch manchmal bei Strategiespielen, die wirklich eigentlich nur zum Reparieren von Fehlern gedacht sind. Das ist hier überhaupt nicht so, sondern es ist wirklich eben, ja, wie der Name schon sagt, einfach nur flexibel sein, ist so umplan, dass ich jetzt das Richtige machen kann. Wobei ich eben auch richtig cool finde, dass du ja nur deine Engine-Roboter, würde ich sagen, ja, diese Bronze, Silber, Goldenen, die kannst du umplanen, die Passagiere nicht. Sodass du sozusagen, wenn du die ersten Passagiere kriegst, dir wirklich gut überlegen musst, okay, baue ich die jetzt wirklich in meinen extra Aktionsslot ein, dann muss ich den aber auch vollkriegen, sonst verrotten die da und bringen mir eigentlich gar nichts, ja. Oder versuche ich wirklich die anderen Farben freizuschalten, weil das jetzt erstmal wichtiger für mich ist. Das war bei uns auch so ein totaler Run. Gehe ich jetzt auf die Extra-Aktion zu kriegen oder will ich schneller dabei sein, andere Sachen freizuschalten, die dann nämlich auch in den Beutel geschmissen werden und unter Umständen den anderen oder die anderen Spieler ärgern, die noch nicht freigeschaltet haben, sind plötzlich ganz viele Pinke drin, die ich dann, solange die anderen das nicht machen, eigentlich erstmal exklusiv für mich habe. Ja. Wobei das auch wiederum, finde ich, richtig cool ist, dass du ja ohne Probleme lässt du den anderen diese Station bauen und dann programmierst du es um, dass du trotzdem die da wieder benutzen kannst, wieder aufnehmen kannst und dann kannst du die natürlich auch abliefern. Aber es ist wirklich durch diese ganzen Limitationen so, so verzwickt eigentlich. In jedem Zug ist dieses Netzwerkrätsel verzwickt und du hast das Gefühl, bräuchte ich jetzt das große mehr Movement oder ich habe jetzt drei Movement, aber mir fehlt ein Feld noch zur nächsten Station, das brauche ich doch wieder in zusätzlichen Aktionen, um da hinzukommen und dann muss ich wieder zwei Movement verfallen lassen, warum habe ich das nicht anders geplant das ist wirklich toll. Das Einzige, wo man halt, ja, das hatte ich auch schon angedeutet, wo man am Anfang so ein bisschen vielleicht auch überfordert sein kann, ist, es kann einem schon passieren, dass man ab und zu mal so kleine Unachtsamkeiten macht und dann quasi gegen Regeln verstößt. Gerade wenn man viel adjustet, dann kann es einfach mal passieren, dass man das vergessen hat, dass man zum Beispiel mal hat seine Kapazität von seinem Zug reduziert, weil man es irgendwo anders hin geplant hat und hatte noch im Kopf, ich kann ja drei Leute transportieren und dann merkt man, oh nee, stimmt ja nicht. Das kann tatsächlich bei dem Spiel gerade am Anfang kann es noch ein bisschen passieren, aber das merkt man dann schon relativ schnell. Da muss man halt einfach, es sind einfach diese vielen Faktoren, die ich da die ganze Zeit im Blick haben muss und das macht es wirklich cool. Und dazu kommt halt noch, und das ist halt einfach richtig geil, es ist aufgrund des tollen Materials einfach so thematisch. Und natürlich, das ist allein auch schon... Double-Layer-Boards. Ja, es ist wirklich cool. Wobei, ich weiß nicht, wie ist es bei dir genau, diese Double-Layer-Boards bei uns leider auch so ein bisschen wälzt sich natürlich, aber das ist halt einfach... Das ist untechnisch bedingt. Ja? Also das Einzige, und das ist mein größter Kritikpunkt bei dem Spiel, und ganz ehrlich, ich krieg echt, wie sagt man so schön, ich kriege Splack. Das ist halt, dieses Material ist super, das Spiel ist preislich fair. Ich glaube, ich habe es für 50 Euro habe ich es gekauft. So, und dann hat man ja diese Programmierroboter, die sind in Silber, Bronze und Golden. So, und jetzt halte ich mal hier Golden und Bronze hoch. Und ich mache es jetzt extra aus der Entfernung. Ich gehe mal dran. Und wenn man dann die entsprechende Lichtstimmung hat oder nicht irgendwie alles voll drauf hat, das ist so schwer teilweise auseinanderzuhalten. Und das ist mir ein Rätsel. Dieses Spiel hat so geiles Material. Das macht alles richtig. Warum? Warum hat man das so gemacht? Ich weiß nicht, ob jetzt bei Bezieren Farbenblinder arbeitet oder die bei einer Figur Smileys draufgezeichnet haben oder sowas. Aber gerade dieses Bronze und Goldene, also wirklich, mit jedem, mit dem ich das Spiel gespielt habe, wir hatten alle immer mal das Problem, ist das jetzt Gold oder... okay. Und das ist so schade, weil es macht sonst wirklich auch vom Material alles richtig. Ja, also
Komischerweise, ich hatte das Problem natürlich auch, das muss man auch eindeutig kritisieren, wenn du auf die Rückseite guckst von der Schachtel, ist ja ein Bild von dem Material und da haben die Meeples so ein glossy Finish. So genau, ein, da kann man das unterscheiden, aber innen drin sind sie einfach nur so bemalt, also Holz bemalt und da funktioniert es dann leider nicht so gut. Ja, das ist tatsächlich ein kleiner... Also ich habe auch schon von Leuten gelesen, die haben ihre Mini-Farben genommen und haben die nochmal nachgemalt und das wird besser funktionieren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde auch teilweise bei den Passagieren auch da der Unterschied mit zwischen diesem hellen Rosa, diesem hellen Flieder und dann diesem dunklen Lila, da kommt man auch mal schnell durcheinander und denkt man so, hör mal, ist das jetzt die Farbe? Ach so, nee, das ist ja die Farbe. Also die Farbgestaltung... Also es ärgert mich, weil es hier so unnötig ist eigentlich. Ja, es ist unnötig und ich würde auch sagen, also ich kann es verschmerzen, man muss sich halt ein bisschen konzentrieren, aber das muss man natürlich, das ist eben der Punkt, das muss man bei diesem Spiel sowieso, man muss sich auf seine ganze Programmierung konzentrieren und man muss sich halt leider auf die etwas anstrengend zu erkennenden Farben konzentrieren, aber es macht halt auch Spaß, sich drauf zu konzentrieren und deswegen bin ich der Meinung, ich kann das verschmerzen, obwohl ich da voll bei dir bin, es ist ein unnötiger Mangel. Gut, das ist also Kritik auf hohem Niveau, weil sonst macht das unnötiger Mangel. Ja, sonst macht das Spiel wirklich, wirklich alles richtig. Was man auch nochmal erwähnen muss, was ich eigentlich sehr, sehr cool finde, und dazu würde ich auch raten, es hat ja die Map hat zwei Seiten. Berlin ist die komplexere Seite, ein schönes Kompliment für Berlin. Und die Vorderseite oder die andere Seite ist New York. Und was macht New York anders? Die machen eigentlich ganz witzig, die haben so eine Central Station, die von überall wieder angefahren werden kann. Weil, du hast es ja gerade schon gesagt, man hat so ein bisschen diesen Snake-Mechanismus. Ich darf also nicht in mich hineinbauen oder muss wirklich auch einen Anfang und Endpunkt haben. Und das macht eben New York, so als Anfängerbrett, sagen sie auch, macht es ein bisschen einfacher. Du kannst von der Central Station als zentralen Punkt immer wieder überall von abfahren. Und du kannst auch alles da abliefern, ne? Also die drei, Standardfarben kannst du da abliefern. Genau. Und das ist ja gerade für Anfänger, um diesen Mechanismus zu verstehen, deutlich einfacher. Und ganz interessant, ich hatte, das weißt du vielleicht auch noch nicht, ich hatte mal auf Boardgame Geek geguckt und da hatte auch der Autor oder zumindest ein Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Ted Alsbach selber war oder ein Mitarbeiter, dass sie gesagt haben, sie haben schon auch neuere Maps in Planung, die auch noch kommen sollen. Und das finde ich wirklich cool, weil da kann man einiges noch machen, indem man vielleicht mal eine Paris-Map oder eine London-Map oder sowas macht, wo man vieles noch mal ein bisschen anpassen kann, dass da auch der Wiederspielwert, der eh schon sehr hoch ist, dadurch aber noch mal ein bisschen noch einen draufsetzt. Ja, absolut. Und ich kann echt nur sagen, also für mich ist Maglev Metro wirklich für diese Art von Mechanik, also für dieses Netzwerk, Pickup and Delivery, Programmierung, wie du es gesagt hast, ist es das perfekte Kennerspiel jetzt in letzter Zeit gewesen, weil es ist eben wirklich nicht so lange dauert es, um die Regeln zu verstehen. Es ist wirklich spannendes Taktieren, total dynamisches Spielgeschehen. Voll. Die Spielzeit ist nicht durch die Decke, sondern das kann man sehr schön spielen. Wirklich eine Herausforderung für jeden Engine-Builder und trotzdem hast du nicht das Gefühl, ja, du hast schon einen Vorteil, also sag ich mal, wenn du das Spiel gut kennst gegenüber einem Anfänger, aber es ist eben doch so dynamisch, dass du da immer eine Möglichkeit hast, voranzukommen. Das finde ich auch klar, man kann sehen, okay, bei meinem Mitspieler läuft es irgendwie besser, aber trotzdem, du bist nie komplett blockiert oder kannst hier nicht agieren oder sowas. Du hast immer eine Möglichkeit, umzuplanen. Du hast ja auch immer, ne, selbst wenn du dann Adjust mal auf eben nichts drauf hast, hast du immer noch ein Adjust und dann kannst du, ne, du kannst dich immer irgendwie rausgeben. Ja, definitiv. Das ist wirklich toll. Und dazu einfach dieses brillante Thema mit dem, abgesehen von diesen kleinen Mängeln, ja, wirklich so geiles Material. Ich muss auch sagen, diese fetten Pappendinger sind auch cool. Ja. Diese Station, ne, das ist ja schon Triple-Layer-Board oder ja, genau. Quattro-Layer von Magie. Ja. Nee, und von daher muss ich einfach wirklich sagen, es ist ein echtes Highlight. Und viele von euch haben ja auch mich gefragt, jetzt, wo Grun Pause macht, was passiert denn mit dem Prädikat? Und das wusste ich auch lange Zeit nicht. Und jetzt habe ich aber sozusagen eine neue Idee bekommen. Und die heißt, dass ich jetzt wieder Prädikate vergebe. Und wenn ich schon davon rede, habe ich es natürlich eh schon gespoilert. Für mich bekommt Maglev Metro eines der ersten neuen Prädikate, sozusagen Hunter and Friends, besonders empfehlenswert für Kenner. Weil das ist das, was ich jetzt noch einführen möchte.
meine Prädikate werden jetzt in Zukunft, die Prädikate, die hier auf dem Kanal verliehen werden, werden noch etwas klarer sagen, für was sie denn wirklich besonders empfehlenswert sind. Nämlich in dem Fall für Kennerspieler. Und natürlich, wenn ich das hier zusammen mit meinem Gast mache, dem Sven, dann habe ich ihn natürlich um seine Rat gefragt, beziehungsweise sein Einverständnis, ob er denn auch der Meinung ist, dass das besonders empfehlenswert ist. Ja, Prädikat würde ich sozusagen, und du hast nicht widersprochen. Da ich das Spiel ja quasi hier mit viel Werbung im Vorfeld schon gepusht habe und es in meiner Top 5 ist, wäre es komisch, wenn ich jetzt sagen würde, das hat kein Prädikat verdient. Nee, gehe ich wirklich voll mit. Es ist ein fantastisches Spiel. Hoher Wiederspielwert, viele, viele Möglichkeiten, viele Wege zum Ziel, im wahrsten Sinne des Wortes hier. Ja. Absolutes verdientes Prädikat, auch von meiner Seite aus. Ja, wirklich toll. Und ich freue mich jetzt schon, wenn du sagst, neue Maps, kann ich schon kaum erwarten. Wobei ich wirklich sagen muss, es ist halt so toll, auch weil ich weiß genau, bei zum Beispiel Whistlestop, so an so einem Abend, ja, langer Arbeitstag und die Kinder sind dann erst um 8:30 im Bett, dann ist es schon echt eine Überwindung, dann noch so einen Whistlestop rauszuholen, bis du das alles ausgepackt und gemacht und getan hast. Und das ist halt wirklich bei Marklev Metro so toll, dass du ja auch wirklich, ich meine, du packst es aus und dann hast du diese 6 Stationen, die du da reinmachst. Das ist super. Dann kannst du schon fast anfangen. Dann machst du noch die Karten, verteilst die Karten und dann kannst du anfangen zu spielen. Ja. Also das ist wirklich fantastisch. Das muss ich auch sagen, weiß ich immer mehr zu schätzen, wenn Spiele mit der Aufbauzeit, ich sag's mal, effizient umgehen, also quasi, dass das Verhältnis zwischen Aufbauzeit und Spielspaß sozusagen ein gutes ist. Und das ist bei Marklev Metro wirklich hervorragend. Ja? Das heißt nicht, dass ich nicht auch gerne mal länger aufbaue, wenn ich dafür was bekomme, aber ja, das muss man nochmal hervorheben. Ja. Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, weil ich weiß, das ist von vielen von euch auch mal ein wichtiger und relevanter Punkt, der ja auch nochmal genannt werden muss, ist, keiner von uns hat Solo gespielt, aber 2 bis 4 Spieler und es funktioniert mit jeder Spielerzahl enorm gut, denn was das Spiel relativ clever macht, das Ende wird dann getriggert, wenn der Beutel mit den Robotern und den Passagieren leer ist. Also es muss halt im Endeffekt auch noch jede Station einmal gebaut sein, aber es passiert relativ automatisch und dann ist der leer. Und es ist so, je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, wird das, was in dem Beutel oder was im Spiel ist, die Figuren, die ja auch eine Art Ressource sind, wird das angepasst, dass das Spiel zu zweit dann schneller endet als zu viert. Also das ist schon sehr, sehr gut angepasst und sehr, sehr gut auf jede Spielerzahl ausgerichtet. Und dadurch funktioniert es wirklich auch in jeder Spieleranzahl sehr gut. Ja, absolut. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist jetzt hier natürlich nur auf Englisch. Man kann es aber beziehen, auf jeden Fall. Du hast so Gerüchte gehört, dass eine deutsche Fassung in Planung ist. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich habe es heute von einem Kollegen gehört, der es gerade sucht und unbedingt haben will. Und er hatte gesagt, er hätte was aufgeschnappt, dass es kommen soll, eventuell Pegasus. Ohne Gewehr jetzt, vielleicht wisst ihr auch schon mehr als wir. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, aber wie du schon sagst, es ist wirklich eigentlich zu 95% sprachneutral. Ja, absolut. Von daher hoffe ich, dass natürlich auch hier unser Prädikat besonders empfehlenswert ist, vielleicht auch nur ein bisschen hilft, dass es noch ein bisschen schneller hier auf Deutsch ordentlich verfügbar wird, weil das hätte es wirklich verdient und versöhnt mich auch wirklich ein bisschen. Ich weiß, wir haben ja erst kürzlich Whistle Mountain, war so ein bisschen eine Enttäuschung, muss man leider festhalten. Und für mich ist wirklich Marklev Metro die totale, bin ich jetzt total glücklich, dass ich sozusagen doch den guten Whistle-Stop-Nachfolger dann bekommen habe. Ja, also wenn jetzt... Ja. Bis ich gesagt hätte, das ist sozusagen das neue Wissensdorf, aber das ist natürlich schon ein anderes Spiel, war ja auch ein anderer Autor und so, aber es nimmt schon ein paar Anleihen, ne, wie es ein Pick Up Deliver, und es ist irgendwie so, als hätte man das Gefühl, man hätte Wissensdorf genommen und wirklich so das Beste rausgezogen und nochmal was Gutes dazu gibt. Du bist wieder befriedigt mit Visier. Total befriedigt, ja. So, in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei dir, Sven, dass du das so gefunden hast, weil das hat mich wirklich viel Freude gemacht. Ja. Und gehört sehr gerne. Auch zu meinen Highlights des Jahres, ganz klar. Und natürlich würde es mich interessieren, wie ihr das seht. Natürlich auch gerne Feedback, was ihr von dieser neuen Prädikatsidee haltet. Könnte jetzt auch gut sein, dass das sogar gar nicht das erste Prädikat ist. Hängt ein bisschen von der Programmierung ab. Ich habe nämlich noch ein anderes, was ich gerne vergeben möchte. Verrate ich jetzt aber in dem Moment nicht. Vielleicht wisst ihr es ja schon. Aber trotzdem
gerne Feedback, wie ihr diese neue Prädikatsvergabe findet, auch diese Aufsplittung auf die verschiedenen Genres. Soll jetzt nicht dazu führen, ja, nicht Kind im Bade ausschütten, dass jetzt hier jede Woche ein Prädikat vergeben wird. Nee. Das ist schon wirklich ein herausragendes Spiel und ich überlege mir das nach wie vor sehr gut, welche Spiele da ein Prädikat bekommen sollen. Ja, wir hatten ja, glaube ich, sonst immer so 4, 5 Prädikate im Jahr. Also das ist so eine, ja, in der Richtung. Soll nicht zu inflationär werden. Soll nicht zu inflationär werden. Aber auf der anderen Seite ist es einfach so, wenn jetzt, das ist, sehe ich auch so, wenn jetzt ein richtig gutes Spiel nach dem anderen auf den Tisch kommt, warum sollten die nicht Prädikate kriegen? Ja, also so ist es halt. Ne? Wenn jetzt 2 sehr gute Spiele hintereinander kommen, warum sollten die nicht beide Prädikate kriegen? Das wäre auch ungerecht. Aber das wollte ich nur damit sagen. Es soll eher so ein bisschen dahingehend sein, dass man noch besser versteht, für wen ist es besonders empfehlenswert in diesem Fall. Für Kennerspieler. Genau. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Gerne kommentieren, was ihr meint. Hat es ein Prädikat verdient, ja oder nein? Und ich hoffe natürlich, wenn ihr es jetzt sucht, dass ihr auch fündig werdet. Ansonsten drückt mir die Daumen, dass schnell eine deutsche Fassung verfügbar sein wird. Danke, Sven. Und danke, Johannes. Bis dann. Ne? Mach's gut. Ciao. Tschüss.